Herzlich willkommen zurück zu Smash Bros. Ich bin der Dave. Und heute sollten das wir... Das Totenreich ist echt trostlos. Es würde mich auch wundern, wenn es anders wäre. Rein theoretisch den letzten Boss machen. Aber ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Wasser. Wir sehen uns in 6 Monaten wieder. Dann können wir schauen, wie es Ihnen beiden geht. Jemand ist Erinnerung, aber wessen? Ich hätte jetzt gesagt, die von Makito. Es ist ein Mädchen. Du wirst bald ein großer Bruder sein. Oh, seiner Eltern. Was für ein liebes Mädchen du bist. Räumst ganz alleine auf. Sind das meine Erinnerungen? Du kannst es mir immer sagen, wenn du in der Schule Probleme hast. Ja, das finde ich jetzt irgendwie cool. Was ist das? Die Grundschule, auf der wir waren. Richtig deep hey, gerade. Ist das da drüben nicht deine Schwester? Ja, und? Ruf sie doch mal her. Nee, warum? Wir haben uns nichts zu sagen. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Tu ich nicht. Es ist der Hochzeitstag unserer Eltern. Etwas Passendes für zwei wäre schön, findest du nicht? Das ist alles schon so lange her. Ich bin gerade gespannt auf den Zeitpunkt, wenn die dann sagen, warum Marie im Krankenhaus ist und er dann merkt, okay, ich bin eigentlich voll der Arsch zu meiner Schwester gewesen über die Jahre. Mama will nicht, dass du dir solche Sorgen machst. Mach einfach, wie du denkst. Ja. Jetzt Krankenhaus. Mama ist einfach nur etwas müde, oder? Was denn sonst? Mal nicht gleich den Teufel anhören. Dieser Yukata. Ja, er gehört Mama. Zum Glück haben wir besseres Wetter. Ja,
Es ist lange her, dass wir etwas gefeiert haben. Warum? Nicht wegsehen, Akito. Die Musik gerade dazu, ja. Richtig gut. Akito, wo bist du? Akito, ich bin im Krankenhaus. Komm sofort her. Mama und Papa sind jetzt wohl endlich wieder vereint. Ja. Ein Friedhof. Das wird ein Neuanfang für uns. Also ich weiß nicht, jeder kann mit sowas was anfangen, ne? Mit so, ich sag mal, lieben Story-Inhalten und so weiter und so Gedöns. Ich finde das gerade richtig gut. Das ist richtig gut. Wie viele Neuanfänge müssen wir noch durchmachen? Aber ich finde, man hätte mehr Informationen. Ich hätte gerne mehr Informationen gehabt. Geht es hier runter? Hab keine Angst. Alles wird gut. Wann kommen wir unten an? Überhaupt nicht gruselig hier im Neuen. Wissen, was sie fühlt. Akito. Das geht mir gut. Ich muss nur Mari finden. Ganz richtig. Du musst sie beschützen. Ja, ich lauf nicht mehr davon. Also der Gebirgspass kommt jetzt hier sehr unerwartet. Ja, du könntest hier so gut draußen Horror-Game machen. Das muss irgendwo hinführen. So, jetzt Endkampf. Hier ist es. Ja. Er ist da drin, genau wie deine Schwester. Bereit?
Sí, señor. Welch eine Schande! Keiner von euch weiß die Wunder der Reise zu schätzen, die eure Lieben erwartet. Ich bin hier, um mit Mari zu reden. Du wirst mich nicht aufhalten! Oh, und wie willst du das bewerkstelligen? Sie hat nichts mehr zu sagen. Was geschieht hier? Ist das ihr Werk? Nein! Die Theologie der Blitze des Wahnsinns! Entschuldigen. Das weiß ich. Und das hat mich hier gehalten. Das war nicht deine Schuld. Ich wollte die hier holen.
konnte es nicht zurücklassen. Seelen der Menschen von ihren sterblichen Ketten befreit werden, werden sie gereinigt. Ich werde endlich mit meiner Familie wieder vereint. Wir werden im ewigen Paradies leben. Frei von Verlust. Und schnell! Zeit, dem ein Ende zu machen, Akito. Ja, das ist das Ende für dich.
kann es sein, dass ich gerade. Nee, kann nicht sein. Ich habe gerade nicht. Fünf Sequenz wieder gehabt. Also, das hat eben nicht zum ersten Mal gemacht. Ui. So. Geht's noch? Thema, schau dir mal aufs Maul. Immer diese Doppelwellen. Alter.
Boah, der hat's gehabt. Da hab ich gar nicht gesehen. Au. Sau stark. Boom, los. Nein! Ich hab Saiyajin-Modus wieder. Das heißt, es gibt 6-mal Feuer in die Fresse und dann gibt's den Saiyajin-Modus. Scheiße.
die Seelen waren hier gefangen. Gefangen? Soll das heißen? Genau. Sie wurden nur von ihren Körpern getrennt. Sie sollten jetzt wieder frei sein. Alle? Bis auf Mari. Dezember gestorben. Und Mutter am 9. Juni. Ich hab's nicht vergessen. Ich konnte es. Ich kann es nicht vergessen. Niemals. Ich tue nicht mehr so, als würde es nicht wehtun. Ich werde weiterleben. Auch wenn ich ein Du kannst dich also endlich deiner Familie öffnen, hm? Und ich dachte schon, du würdest jetzt endlich mal die Klappe halten. Ich muss dich noch um etwas bitten. Und zwar? Sprich mit meiner Frau und meinem Jungen. Sag ihnen, ich habe nie aufgegeben. Keine Sekunde. Mach ich. Versprochen. Sorry, dass ich das von dir verlange. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich werde langsam. KK! Lass nicht noch ein Geist von dir Besitz ergreifen, hörst du? Die meisten sind nicht halb so charmant wie ich. Ja, bist ein echter Charmeur. Du verdrehst mir richtig den Kopf. Solltest mir dankbar sein.
Das war's. Als Fazit würde ich sagen, es ist schwierig. Also ich glaube, man hätte viel, viel, viel mehr rausholen können aus dem Spiel. Wieder gerade dieses am Ende mit dem ganzen eher deeperen Zeug, das ist halt, dazu zähle ich das Spiel eher, weil das ist halt meist halt nur düster und es geht halt um Tod und etc. Deswegen, also das Ende, das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss aber sagen, das Kampfsystem, bitte nicht nochmal. Es sind auch andere Sachen. Also die... Ich habe jetzt, glaube ich, das komplette Spiel ohne eine Nebenquest gemacht. Und ich habe 0 Fertigkeitspunkte, glaube ich. Oder vielleicht habe ich am Anfang irgendwo mal einen Fertigkeitspunkt bekommen, weiß ich nicht. Also du kannst ohne die Nebenquest anscheinend nicht deine Sachen aufleveln. Das frage ich mich auch, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, ansonsten, also es ist ein schönes, also optisch ein schönes Spiel. Wie gesagt, ich fand das wirklich sehr gut, wie Japan aussah. Oder Tokio aussah. Also im Großen und Ganzen ist okay. Ist kein schlechtes Spiel. Ist meiner Meinung nach aber weit hinter dem, was es hätte werden können. Also ich hätte mir geschichtlich wesentlich mehr noch gewünscht. Ja, und vielleicht ein anderes Kampfsystem. Muss ja nicht, also es kann ja von mir aus mit diesen Zeichen bleiben, aber es fühlt sich nicht richtig gut an. Also das Einzige, was ich wirklich gut angefühlt habe, waren wirklich die Feuerbälle. Gut, vielleicht, wenn man die Sachen aufpimpt, aber ganz ehrlich, wie gesagt, wenn ich dafür alle Nebenquests machen muss, die sich bei so einem Testbericht, den ich gesehen habe, immer nur wiederholen und immer nur dasselbe ist, dann weiß ich nicht. Wie gesagt, weiß ich nicht. Also, für so einen großen Namen Bethesda würde ich sagen, schwach. Aber, ja, man kann spielen. Wer Japan mag, wer so ein bisschen, ja, kann man machen. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.